Ja, herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus zur Eröffnungsveranstaltung der Wolfgang-Herrndorff-Woche. Wir wollen uns eine Woche lang Zeit nehmen, um über Werk, Wirkung und Netzwerke Wolfgang-Herrndorffs ins Gespräch zu kommen. Das Grab von Wolfgang-Herrndorff befindet sich gerade einmal 50 Meter Luftlinie von hier entfernt auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof. Was die wenigsten wissen, die Trauerfeier anlässlich der Beisetzung Herrndorffs am 20. September 2013 fand nirgends anders als im Saal des Literaturforums im Brechthaus statt. Es war eine Feier im engen Kreis der Angehörigen, Freundinnen und Wegbegleiter, eine Trauerfeier, die den Raum gleichwohl an seine Kapazitätsgrenzen führte. Ich würde jetzt gerne ausführen, dass die Wahl ausgerechnet dieses Ortes eine ganz bewusste Entscheidung, wenn nicht Verfügung, gewesen ist. Aber es verhält sich weitaus trivialer. Die Kapelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof war seinerzeit wegen Umbauarbeiten gesperrt und das Literaturforum im Brechthaus ein Ausweichort. Aber dennoch, dadurch ist eine sehr unmittelbare Verbindung entstanden, die wir durchaus als einen Auftrag verstehen. Wobei zu sagen ist, dass wir mit der Wolfgang-Herrndorff-Woche uns weit mehr vorgenommen haben, als lediglich an Herrndorff zu erinnern. Denn das bedarf es nicht. Er zählt ohne Frage zu den meistgelesenen Autoren deutscher Sprache, und zwar gerade auch bei jungen Menschen. Unser Ziel ist vielmehr, die Komplexität seines Werks neu zu befragen und Formen der produktiven Rezeption zu beleuchten. Werk, Wirkung, Aktualität, das sind die Schlagwörter des heutigen Abends. Und ich freue mich sehr, dass Markus Gärtner, Steffen Martus und Tobias Rüther unserer Einladung gefolgt sind, genauso wie Gesa Ufer, die den Abend moderieren wird. Ein großer Dank gilt Jörg Margenau, der diese Programmwoche kuratiert hat. Darüber hinaus möchte ich mich bedanken bei der Stiftung Preußische Seehandlung für die großzügige Förderung unserer Herrndorff-Woche sowie bei unserem Medienpartner, dem Kulturradio vom RBB. Mein Name ist Christian Hippe. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Jetzt gehört das Wort dem Podium. Bitte schön. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Tobias Rüther ist uns gerade leider wieder abhandengekommen. Nein, da ist er wieder. Juhu, das bleibt ja spannend. Ja, Corona ist die eine Widrigkeit, deswegen auch unser doch vergleichsweise intimer Kreis heute Abend. Es gibt die Möglichkeit, diesen Abend auch dann nochmal im Netz zu schauen. Ganz herzlich willkommen an die Fangemeinde, an die Freunde und Freundinnen von Wolfgang Herrndorff, die im Nachhinein diesen Abend im Internet sehen können. Ja, dieser Abend ist insofern auch eine Herausforderung, weil er natürlich technisch durchaus nicht ohne Tücken ist und was wir in dieser Woche im Brecht-Forum vorhaben, ist natürlich auch deswegen eine heikle Mission, weil Wolfgang Herrndorff bekanntermaßen ja eine sehr, sehr große Abneigung gegen den Literaturbetrieb hatte. Also bekanntermaßen auch Germanisten und Journalisten gehörten jetzt nicht unbedingt zu seinen Spezialfreunden. Und er hat ja zum Beispiel sehr genau bestimmt, was mit seinem Nachlass passieren sollte und was mit seinem Nachlass vor allem nicht passieren sollte. Es gibt dieses sehr, sehr schöne Zitat: Niemals Germanisten ranlassen, Freunde bitten, Briefe etc. zu vernichten, Journalisten mit der Waffe in der Hand vertreiben. Ich bin insofern eine doppelte Fehlbesetzung, denn ich bin sowohl Germanistin als auch Journalistin, vor allen Dingen bei Radio 1 und bei Deutschlandfunk Kultur. Ich hoffe, dass die Tatsache mildernde Umstände bringt, dass ich großer Wolfgang Herrndorff-Fan bin. Und ich fand sehr, sehr schön die Idee von seinem Freund und ehemaligen Titanic-Chefredakteur Oliver Maria Schmidt, der sagte, er wünsche sich für diese Woche, dass Herrndorff einfach hier daneben liegen und zuhören möge. Ich hoffe, dass er das großherzig tut, dass er unseren Stuss, so wie Oliver Maria Schmidt sagt, großherzig anhören möge. In diesem Sinne ganz herzlich willkommen hier im Brechthaus. Was haben wir heute Abend vor? Wir haben gut anderthalb Stunden Zeit und versuchen tatsächlich so eine Art ersten Aufschlag für diese Woche. Es soll um das Werk und die Wirkung gehen, genauso
um die Frage, was Herrndorfs Bücher eigentlich verbindet und so unverwechselbar macht. Und dazu begrüße ich eben drei Gäste. Markus Gärtner, Lektor bei Rowohlt, inzwischen auch Programmleiter bei Rowohlt 100 Augen. Du hast fast alle Bücher Wolfgang Herrndorfs lektoriert. Ihr wart auch privat befreundet und nicht zuletzt deshalb warst du auch Mitherausgeber der posthum erschienenen Herrndorf-Bücher Arbeit und Struktur, Bilder deiner großen Liebe und Stimmen. Ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Steffen Martus lehrt neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität, beschäftigt sich dort unter anderem mit Wissenschaftstheorie und Geschichte. Du hast ein Epochenbild der Aufklärung und eine Biografie über die Brüder Grimm geschrieben, die es sogar bis zur Nominierung für den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse gebracht hat. Außerdem schreibst du regelmäßig für die FAZ, Süddeutsche und Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und jemand, der Wolfgang Herrndorf wenigstens aus der Entfernung kennengelernt hat, ist uns heute auch aus der Entfernung zugeschaltet, Tobias Rüther. Gerade im wunderschönen Schleswig-Holstein in der Nähe von Kiel zu Besuch. Autor und seit 14 Jahren Redakteur in verschiedenen FAZ-Redaktionen. Seit 2010 fester Bestandteil des Feuilletons. Herzlich willkommen, Tobias Rüther. Du schreibst gerade an einer umfangreichen Biografie zu Wolfgang Herrndorf. Und was wir uns für den Anfang vorgenommen hatten, das ist, dass jeder von euch so eine gewisse Lieblingsstelle vorliest, um in diesen ganz spezifischen, typischen Herrndorf-Sound reinzukommen. Markus, du hast dir die ersten beiden Kapitel aus Bilder deiner großen Liebe ausgesucht und ich würde vorschlagen, wir hören die Szene einfach und gehen dann weiter. Ja, vielleicht ein paar Worte davor. Also ich bin befreundet gewesen mit Wolfgang, nicht sehr intensiv. Ich kenne ihn mehr als Autor und hatte ein Autoren-Lektoren-Verhältnis, wie ich das in meinem Leben nur einmal erlebt habe. Das ist für mich sehr prägend gewesen. Und die Stelle, die ich mir ausgesucht habe, ist eine aus meinem Lieblingsroman unter seinen vier Romanen. Und es ist eine, über deren Entstehung er selber geschrieben hat in Arbeit und Struktur. Das würde ich gerne kurz vorher vorlesen. Das ist ein Eintrag, kein Monat vor seinem Tod, da haben Katrin Passig und ich ihn besucht. 27.07.2013, 14 Uhr. Markus Passig, letzte Fragen zum Blog für Rowohlt. Passig liest die ersten zwei Kapitel von Isa laut vor. Die habe ich noch nie gehört, die anderen auch nicht. Gut finden sie es. Ich schreie und heule und tobe und dann ist es vorbei. Also das klingt jetzt sehr dramatisch. Ich bin Augenzeuge gewesen, es hat sich genau so abgespielt und vor dieser Szene war klar, dass das Fragment vernichtet werden soll und nach dieser Lesung in der Wohnung von Wolfgang war klar, dass das Buch erscheinen soll. Und diese beiden Kapitel, die lese ich jetzt vor. 7 Minuten brauche ich dafür, wenn ich ganz schnell lese. Nein. 1. Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert, weil das viele Leute denken, dass die super komplett bescheuert sind, die Verrückten. Nur weil sie komisch rumlaufen und schreien und auf den Gehweg kacken und was nicht alles. Und das ist ja auch so. Aber so fühlt es sich nicht an. Jedenfalls nicht von innen. Jedenfalls nicht immer. Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und weiß, dass das nicht üblich ist. Und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und diese Angst macht, dass es einem auch wieder ganz gleichgültig ist, was die anderen denken. Ob die jetzt gucken oder nicht. Weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Und mein Problem war eben, dass ich langsam wieder verrückt wurde. Es war nicht das erste Mal. Deshalb wusste ich schon, wie das läuft und dass das in Schüben kommt. Für wer sich das nicht vorstellen kann, wie Hunger oder Durst oder wenn man ficken will, das kommt ja auch in Schüben und nicht immer, wenn es einem passt. Und da stehe ich jetzt im Garten, 4 hohe Ziegelsteinmauern um mich rum. Eltern sind weg, Ärzte und Pfleger auch gerade weg. Und vor mir ein riesiges Tor aus riesigem Eisen. Die Blumen blühen. Die Blumen, die der Depri mir gezeigt hat mit seiner Depri-Begeisterung, was schlimm ist. Alle Depris versuchen immer sofort, dich in ihre Depri-Scheiße reinzuziehen. Aber die Blumen sind okay und können nichts dafür, wer sie gut findet. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Wenn sie es sich aussuchen könnten,
würden sie vielleicht mich aussuchen. Und darüber denke ich seit 2 Stunden nach. Und am Himmel die Sonne, mein schöner Freund. Ich hebe also den Arm und zeige mit der Hand nach oben, sodass mein rechter Daumennagel genau den Rand der Sonne berührt, damit sie nicht mehr weiter wandert. Und da wandert die Sonne nicht mehr weiter. Und die Zeit steht still. Das ist leicht. Und auch das ist leicht. Mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück. Und da weiß ich, am Anfang war die Kraft. Isabel, Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles. Wenn ich will, dass die Sonne steht, steht die Sonne. Wenn ich will, dass das Eisentor aufgeht, dann geht das Eisentor auf. Und im selben Moment geht es auf. Ein LKW fährt durch. Und ich hinter dem LKW vorbeigehuscht und raus. So schnell kann keiner gucken, aber es guckt eh keiner. Draußen ist dann auch alles gleich viel besser. Es ist nicht finster, sondern alles wie immer. Und wie ich das sehe, dass alles wie immer ist, bin ich selbst gleich wieder wie immer. Nur, dass ich keine Schuhe anhab. Als mir das auffällt, ziehe ich auch die Socken aus. Ich brauche keine Socken, wenn ich keine Schuhe hab. Oranger Mülleimer und weiter. Was ich dann noch anhab, ist die Hose mit Camouflagemuster und das weiße T-Shirt. In der Hose vorne links die 2 Tabletten, die ich unter der Zunge rausgenommen habe. Hinten links mein Tagebuch und vorne rechts ist auch noch was. Das weiß ich, ohne nachzugucken. Aber ich weiß nicht, was, und ich gucke auch nicht nach. Eine Weile lang macht mir das Gehen schwer. Um ehrlich zu sein, ich kann nicht atmen. Wie ein riesiges 16-Tonnen-Gewicht hängt das an meiner Hüfte. Aber dann sage ich mir, dass ich auch gar nicht nachgucken muss, dass das ja meine Entscheidung ist, ob ich die rechte Hand in die rechte Tasche stecke oder nicht. Und da wird es sofort viel besser. Und während ich noch die Böschung raufrenne und über die 2 Leitplanken hinweg, freue ich mich schon wieder. Nämlich, was für ein großer Spaß das wäre, wenn ich nachgucken würde und dass ich mich groß selbst überraschen könnte, wenn ich wollte. Aber erstmal will ich nicht. 2. Als ich die Hand raushalte, bremst in derselben Sekunde ein Auto. Vorne auf der Windschutzscheibe ist ein gelber Aufkleber mit einer lachenden roten Sonne drauf. Ich zeige mit dem Daumen auf den Aufkleber und sage, ich habe die Sonne angehalten. Und die Fahrerin nickt und lacht und hält mir sofort einen Vortrag über den Unterschied von Kernfusion und Kernspaltung, über die Gefahren der Stromerzeugung, über Kohlekraftwerke und Tschernobyl, über Ehen in Harrisburg, Mesmerismus und Jakob von Gunden. Und da schlafe ich ein. Ich erwache von dem schweren Gewicht an meiner Hüfte und davon, dass die Frau ihre Hand zwischen meinen Beinen hat. Das müssen sie nicht, sage ich. Sie macht es trotzdem. Und ich habe den Eindruck, das ist gar keine Frau. Sie hat einen vollkommen asymmetrischen Haarschnitt und ein Gesicht, das man nicht beschreiben kann, weil es kein Merkmal besitzt. Und da steige ich aus und gehe in den Wald. Ich nehme eine Tablette, um zu testen, was die macht, aber die macht nichts. Und dann laufe ich bis tief in die Nacht und noch weiter und bis zum ersten Lichtschein und weiter. Ich schlafe bei Tag und gehe bei Nacht. Ich sehe die Sterne. Im Wald sind keine Sterne. Über den Feldern sind Sterne und Kometen. Wald, Feld, Wiesen und Wege. Ich steige über elektrische Zäune und Stacheldrahtzäune oder krieche unter ihnen hindurch. Ich verdrille die Drähte oben und unten und steige durch die Raute. Ich gehe immer genau geradeaus. Wenn 3 Meter neben mir ein Gatter ist, gehe ich da hindurch. Wenn es 30 Meter entfernt ist, steige ich über den Zaun. Ich halte inne und sehe in einer Pfütze die Sterne sich spiegeln. Sie tanzen und zittern und kommen zur Ruhe. Regulus steht im Westen. Später steht Arctur im Westen. Dann Gemma, M13 und Vega. Ich gehe zwischen den stummen Schatten der Kühe und Pferde hindurch. Im Kreis der Gespenster, im Heer der Namenlosen. Ich fühle scharfen Kies unter den Sohlen. Ich sehe keinen Mond. Wenn ich Lichter sehe, laufe ich einen großen Halbkreis. Die meisten Dörfer sind dunkel. Ich weiß nicht, warum ich keine Schuhe anhab. Die ersten Schuhe, an die ich mich erinnern kann, waren Schuhgröße 29. Seitdem sind Jahre vergangen. Ich laufe barfuß durch den Nebel, trete in Pfützen und trinke das brackige Wasser. Schwankend erreiche ich am 2. Morgen den goldenen Berg. Ich nenne ihn so, weil er rund ist und von einer Haube aus Weizen bedeckt. Von oben sehe ich über das Land und bin müde. In meinem Innern wüten eiserne Zangen. Ich versuche zu schlafen und kann es nicht. Ich versuche weiterzugehen und kann es nicht. Ich konzentriere mich auf die Sachlage und komme zu dem Ergebnis, dass ich Hunger habe. Ich nehme einen Stein und einen Stock und stolpere in das Dorf, das hinter einem Wald war und jetzt vor mir liegt. Es gibt 2 kleine Geschäfte. Beim größeren schmeiße ich den Stein durch die Scheibe und schlage mit dem Stock die Splitter aus dem Rahmen. Trotzdem schneide ich mir beim Reinklettern die Fußsohlen auf. An der Kasse greife ich eine große Tüte mit Henkeln und packe blind alles hinein. Die Tüte reißt
und ich stecke sie in eine größere Tüte. Die größere Tüte reißt auch und ich stelle sie in einen Henkelkorb aus Plastik. Ich stoße das Regal mit den Schokoriegeln um. Auf der Straße kann ich vor Schmerz kaum laufen. In zwei Fenstern ist Licht angegangen. Ich sehe einen Schatten, der das Licht löscht, um besser sehen zu können. Wie ein Buckliger renne ich mit dem Korb in die Felder und zurück zum Goldenen Berg. Nach einer Weile spüre ich keinen Schmerz mehr, weil meine Lippen blutig gebissen sind. Ich wälze mich im Korn, um ein Bett zu machen. Mir ist übel. Ich schütte den Korb aus, reiße eine Packung Schokoleibniz auf und trinke einen halben Liter Selta. Nach einer Weile verschwindet die Übelkeit und ich schlafe ein. Vielen Dank. Markus, du hast, als ich dich bat, eine Lieblingsstelle rauszusuchen, geschrieben, genau dieser nächtliche Himmel und dieser Schokoleibniz-Keks dazu, das war so Wolfgang. Ja. Warum? Ja, die Bandbreite. Also wir haben hier einen Literaturprofessor in der Runde, der wird sicherlich noch einiges zu den ganzen Traditionen sagen können, aber dass da von Grimms Märchen über die Romantik alles Mögliche drin ist, das ist klar. Und dann immer die Verbundenheit mit dem ganz Diesseitigen, mit dem ganz Gegenwärtigen, mit Schokoleibniz, mit Konsumkultur, das geht eigentlich auch durch alle Bücher von Wolfgang. Weswegen er am Anfang ja auch irgendwie gelabelt, missgelabelt wurde unter Popliteratur. Tobias Rüder, du hast den großen Nachteil, dass du dich hier nicht sofort einschalten kannst. Also du musst ganz wild winken, wenn du was sagen möchtest. Aber tatsächlich wird ja diese Isa, die gerne auch immer so als Prequel oder Sequel zu Chick gelesen wird, gern auch als alter Ego Herrndorf selbst beschrieben. Geht ihr da mit? Würdet ihr sagen, das ist eine Beschreibung, die leuchtet euch ad hoc ein? Steffen? Tobias? Naja, man sagt ja eigentlich, es gibt ja relativ wenige Romane, die nicht auch irgendwie autobiografisch sind. Und wenn man Arbeit und Struktur gelesen hat und hier die Beschreibung, die Selbstbeschreibung als in der psychischen Krankheit, da sind die Überschneidungen, die Parallelen ganz eindeutig zu sehen. Also ich fand es ganz interessant, ich habe nicht so viele männliche Autoren betreut, die weibliche Ich-Erzählerinnen hatten. Und es geht ja auch sehr ins Körperliche hinein, Menstruation und alles Mögliche. Und das sind natürlich schon Hinweise, dass es nicht komplett autobiografisch ist. Aber da ist schon, da steckt auch Erleben und Erfahrung drin. Diese Isa, die ist viel radikaler, die ist viel endgültiger als Chick und Mike beispielsweise. Die wirkt aber auch viel besonnener, viel ruhiger. Tobias, erkennst du da in gewisser Weise vielleicht auch auf dieser persönlichen Ebene, der du jetzt also auch an der Person Wolfgang Herrndorf arbeitest, ihn dir versuchst zu vergegenwärtigen, erkennst du da Ähnlichkeiten? Also die eine Ähnlichkeit, die ich sofort erkenne, die beiden Figuren miteinander verbindet, ist, dass er, glaube ich, möglicherweise in Isa am deutlichsten so diese sentimentale Neigung, die Bewegung nach Hause so verewigt hat als Figur, eine Figur. Also Isa ist schon sehr, sehr früh eben auf ihre Vergangenheit fixiert und die berühmte Stelle, mit der eben Arbeit und Struktur beginnt, mein Blick war von Anfang an auf die Vergangenheit gerichtet. Das kann man bei Mike oder bei Chick oder bei allen anderen Figuren auch aus dem Van Allen-Gürtel, aus den Erzählungen nicht so sehen, aber sicher bei Isa, die sich eben von Anfang an, obwohl sie erst ein Teenager ist, sentimental der Erinnerung ans Zuhause hingibt. Und ich glaube, das ist möglicherweise die weiche Verbindung zwischen Autor und Figur. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Wolfgang auch genau gewusst hat, an welche kleinste Schuhgröße er sich erinnern konnte. Du hast gerade im Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen angehoben und gesagt, im Grunde könntest du zwei Abende nur mit Geschichten darüber füllen, wie ihr eigentlich zueinander gefunden habt, auch du als sein Lektor. Wann bist du ihm eigentlich das erste Mal begegnet oder wann bist du auch vielleicht zum ersten Mal einem seiner Texte begegnet und für dich war klar, das möchte ich gern machen? Wenn ich versuche, mich kurz zu halten, sein erster Roman in Plüschgewittern ist 2002 bei 2001 ironischerweise erschienen und 4 Jahre später lag der bei mir auf dem Tisch. Ich war damals Taschenbuch-Programmleiter mit Schwerpunkt Unterhaltung und
da hatte ich dieses Buch vor mir, das ich irgendwie als einen verspäteten Berlin- oder Pop-Roman irgendwie hätte einsortieren können, der mich aber einfach umgehauen hat, weswegen wir das Buch dann nochmal komplett neu redigiert haben, er einen neuen Schluss gemacht hat und das dann versucht haben, als so eine Art Herr Lehmann in besser zu verkaufen, was nicht so richtig gut funktioniert aber hat. Aber immerhin auch mit so einem Cover, was so ja bieraffin war. Ne? Das er sehr gehasst hat, das war meine Idee, da war ein, ein Flaschenöffner drauf, ja, also war das. Und unser erstes Treffen, das vielleicht auch zu den Traditionslinien, also wie gesagt, ich komme eigentlich eher aus der Unterhaltung ursprünglich, wir haben uns da auch zuerst gesiezt und irgendwie das Eis gebrochen war, als ich von meinen Autoren Heinz Strunk, Fleisch ist mein Gemüse und Rocco Schamoni, Dorfpunks erzählt habe. Das waren Bücher, die ihm auch sehr viel gesagt haben und die, also Stichwort Dialogstärke. Und da hatten wir, glaube ich, das erste Mal das Gefühl, dass das zusammenpasst. Mhm. Steffen, du hast mal so schön gesagt, man kann gar kein distanziertes Verhältnis zu Wolfgang Herrndorf haben. Und du hast gerade auch schon gesagt, du nennst dich wirklich deinen Lebensautor. Was heißt das? Er ist mein erfolgreichster Autor, mit Abstand mein erfolgreichster Autor. Man hat nicht so oft Bücher, die man als Lektor betreuen durfte, die sich 3 Millionen Mal verkaufen, wie das bei Chick der Fall gewesen ist. Das ist natürlich nicht das Wichtigste. Es ist ein Autor, der mich mit sehr unterschiedlichen Büchern begleitet hat. Ich habe bis auf den Erzählungsband, der bei Eichborn erschienen ist seinerzeit, alle Bücher betreut und die Gesamt- und wenn wir noch drüber sprechen, wie unterschiedlich die Bücher bei doch unverwechselbarer Gleichheit sind, dann ist das eine Bandbreite, die auch ein Lektor beglückt. Und wir haben als Schnittmenge gehabt seine Texte. Und Wolfgang ist ein sehr kritischer Leser gewesen, ein sehr selbstkritischer Autor gewesen. Und dass da zusammen an Büchern zu arbeiten, dann nach seiner Erkrankung unter sehr extremen, sehr widrigen Umständen, das ist etwas, was das ansonsten nun eher farblose Leben eines Lektors dann plötzlich mit Zauber erfüllt. Und wenn dann dabei noch Bücher rauskommen, die man selber immer wieder gerne liest, dann kann man eigentlich nicht mehr verlangen. Ich habe auch noch tolle andere Autorinnen und Autoren. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle doch noch mal ein paar wenige biografische Eckdaten nennen. Am 26. August 2013 hat Wolfgang Herrndorf sein Leben beendet. 2002 ist, glaube ich, in Plüschgewittern erschienen. Ja. Diese erste, bei 2001 dann erschienene Ausgabe. 2010 der ganz, ganz große Durchbruch mit Chick. Und das war ja eine Zeit, in der auch in Arbeit und Struktur geschrieben wird. Holm Frio hat das so schön mal genannt. Da wurde der Tumor wirklich zum Turbo. Und Wolfgang Herrndorf hat innerhalb von 3 Jahren wirklich 3 sagenhaft nachhaltige Bücher geschrieben, nämlich Chick, Sand und Arbeit und Struktur, diesen Tagebuch oder Krankenhaus, dieses Krankenhaustagebuch. Wir werden gleich noch über diese 3 Bücher sprechen, aber ich würde vorschlagen, Steffen Martus, dass wir zu der Stelle kommen, die du ausgesucht hast, die auch dann vielleicht ein bisschen mehr über dieses gesamte Oeuvre und diese sehr, sehr selbstkritische Art des Wolfgang Herrndorf berichtet. Ja, also ich habe mir den Kopf wahnsinnig darüber zerbrochen, welche Stelle ich vorlesen soll. Auf der einen Seite bin ich tatsächlich kein Herrndorferianer. Ich habe ihn nie persönlich gekannt und diese persönliche Beziehung ist ja bei allen Leuten, die was über Herrndorf sagen, das ist schon erwähnt, irgendwie sehr, sehr wichtig. Aber für mich war vor allen Dingen so schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil es unfassbar viele schöne Stellen gibt und gute Stellen und bedenkenswerte Stellen. Es ist ein Autor, dessen Werk irgendwie auch sehr stark episodisch organisiert ist
Man kann sich, glaube ich, auch die Frage stellen, was das für ein Autortypus eigentlich ist, der diese Stellenlektüre, die Auswahl eigentlich so schwierig macht. Und weil das so schwierig war, habe ich eigentlich keine wirkliche Lieblingsstelle gewählt, sondern habe eine sehr konventionelle Entscheidung getroffen, nämlich erstens für Chick, was ich gar nicht unbedingt sozusagen in den Vordergrund rücken würde, und zweitens für eine Passage, die aus meiner Perspektive auf eine unglückliche Weise sehr berühmt geworden ist, nämlich unter anderem durch diesen Trailer der Chick-Verfilmung. Und was mich besonders eigentlich an dieser Passage immer wieder erfreut ist, dass der Film sie nicht hat kaputt machen können. Es spielt relativ am Anfang der Reise, die in diesem Roman geschildert wird. Mike Klingenberg und Andrei Tschischarow haben ihren Lada gerade bestiegen, fahren durch die Gegend, haben die Richard Kleidermann-Kassette eingeworfen. Nach dem furchtbaren Erlebnis, wiederholt furchtbaren Erlebnis auf der Geburtstagsparty von Tatjana Kosic. Und mit diesem schlimmen Erlebnis im Rücken und Kleidermann im Ohr fahren sie also jetzt durch die Gegend. Wind kam auf, der Wind legte sich wieder. Erneut verschwand die Sonne hinter dunklen Wolken und zwei Regentropfen fielen auf die Windschutzscheibe. Die Tropfen waren so groß, dass fast die ganze Scheibe nass wurde. Chick fuhr schneller, hohe Bäume bogen sich unter dem Wind und plötzlich zerrte eine Böe unser Auto fast auf die andere Straßenseite. Chick bog in einen holprigen Feldweg zwischen zwei Weizenfeldern ein. Das Klaviergeklimper wurde dramatisch und nach einem Kilometer hörte der Weg mitten im Feld auf. Ich fahre doch jetzt nicht zurück, sagte Chick und rumpelte ohne zu bremsen geradeaus. Die Halme prasselten auf das Blech und gegen die Türen. Chick ließ den Wagen im Weizenfeld ausrollen, schaltete runter und gab Gas. Der Motor zog langsam an und wie ein Schneepflug teilte die Kühlerhaube das Meer aus gelbem Weizen. Obwohl der Lada seltsame Geräusche machte, schaffte er den Acker fast mühelos. Nur die Orientierung war schwierig. Man konnte nicht richtig über die Halme hinaussehen, kein Horizont. Ein dritter Regentropfen fiel auf unsere Scheibe. Das Feld ging leicht bergauf, wir fuhren kleine Kurven und Schnörkel und stießen auf eine Schneise, die wir eine Minute zuvor selbst gepflügt hatten. Ich schlug vor, Chick sollte versuchen, unsere Namen in die Weizen zu schreiben, sodass man sie von einem Hubschrauber aus lesen konnte oder später bei Google Earth. Schon beim Querbalken von T verloren wir die Übersicht, wir fuhren einfach nur herum, krochen immer weiter einen Hügel hinauf und als wir ganz oben waren, war das Feld plötzlich zu Ende. Chick bremste in letzter Sekunde, mit der hinteren Hälfte standen wir noch im Korn, mit der Schnauze guckte der Lada in die Landschaft hinaus, sattgrün und steil abfallend erstreckte sich eine Kuhweide vor uns und gab den Blick frei auf endlose Felder, Baumgruppen und kleine Straßen, Hügel und Hügelketten und Berge und Wiesen und Wald. Auf dem Horizont türmten sich Wolken, man sah Wetterleuchten über einem fernen Kirchturm, aber es war totenstill. Der vierte Regentropfen klatschte auf die Scheibe, Chick stellte den Motor ab, ich drehte Kleidermann aus. Minutenlang schauten wir einfach nur. Kleinere, hellere Wolken flogen unter den Schwarzen hindurch, blaugraue Schleier liefen über die entfernten Hügelketten, über die näheren Hügelketten. Die Wolken hoben sich und kamen wie eine Walze auf uns zu. Independence Day, sagte Chick. Wir holten Brot, Cola und Marmelade raus und während wir noch damit beschäftigt waren, ein Picknick in unserem Auto aufzubauen, wurde es finster. Es war früher Nachmittag, aber es wurde finster wie die Nacht. Kurz danach sah ich, wie auf einer Weide eine Kuh umfiel. Ich dachte erst, ich hätte mich getäuscht, aber Chick hat es auch gesehen. Alle anderen Kühe hatten sich mit dem Arsch in den Wind gedreht, aber die eine war einfach umgekippt. Und dann hörte der Wind so plötzlich auf, wie er gekommen war. Eine Minute passierte nichts, man konnte jetzt nicht mal mehr die Aufschrift auf der Cola-Flasche lesen. Dann klatschte ein Eimer Wasser auf unsere Frontscheibe und es kam runter wie eine Wand. Stundenlang. Es krachte und donnerte und goss. Ein armdicker Ast mit Laub dran flog durchs Tal, als ob ein Kind Drachen steigen ließ. Als am Abend der Regen endlich aufhörte und wir aus dem Wagen kletterten, war das ganze Weizenfeld platt und die Wiesen vor uns hatten sich in Sumpf verwandelt. Es war unmöglich weiterzufahren, wir wären stecken geblieben und deshalb verbrachten wir unsere erste Nacht auf dem Hügel, auf den Autositzen schlafend. Wahnsinnig bequem war das nicht, aber wir hatten auch keine großen Alternativen in dem Schlamm da draußen. Sie begegnen dann einem Bauer, Chick versucht Mike das Autofahren beizubringen, sie gehen in ein Dorf, versorgen sich mit Proviant und beziehen dann den nächsten Aussichtsposten in der Nähe eines Kiosks, wo sie sich mit Schokoladenriegel und Eis eindecken.
Sie nehmen unter Holunderbüschen Platz, ziehen sich in die Schlafsäcke zurück und hören dort die Grillen zirpen. Und dann entspinnt sich folgende Szene, die eben zu der gerade gelesenen, wie ich glaube, dazugehört. Die Sterne über uns wurden immer mehr. Wir lagen auf dem Rücken und zwischen den kleinen Sternen tauchten kleinere auf und zwischen den kleineren noch kleinere und das Schwarz sackte immer weiter weg. Das ist Wahnsinn, sagte Chick. Ja, sagte ich, das ist Wahnsinn. Das ist noch viel besser als das Fernsehen, obwohl Fernsehen auch gut ist. Kennst du Krieg der Welten? Logisch. Kennst du Starship Troopers mit den Affen, mit den Insekten und am Ende so ein Gehirn, der riesige Gehirnkäfer so mit schleimigen Dingern? Ja, der ist Wahnsinn. Ja, der ist Wahnsinn. Und kannst du dir vorstellen, irgendwo da oben auf einem dieser Sterne ist es jetzt genau so. Da leben wirklich Insekten, die sich gerade in dieser Sekunde eine Riesenschlacht um die Vorherrschaft im Weltall liefern und keiner weiß davon. Außer uns, sagte ich, außer uns, genau. Weil wir sind die Einzigen, die das wissen. Auch die Insekten wissen nicht, dass wir das wissen. Mal im Ernst, glaubst du das? Chick stützte sich auf den Ellenbogen und sah mich an. Glaubst du das noch irgendwas? Ich meine jetzt nicht unbedingt Insekten, aber irgendwas. Ich weiß nicht. Ich habe mal gehört, dass man das ausrechnen kann. Es ist total unwahrscheinlich, dass es was gibt, aber alles ist eben auch unendlich groß und total unwahrscheinlich. Mal unendlich gibt dann eben doch eine Zahl, also eine Zahl von Planeten, wo es was gibt. Weil bei uns hat es ja auch geklappt und irgendwo sind garantiert auch Rieseninsekten da oben. Das ist genau meine Meinung, genau meine Meinung. Chick legte sich wieder auf den Rücken und schaute angestrengt hoch. Wahnsinn, oder? Sagte er. Ja, Wahnsinn. Mich reißt es gerade voll. Und kannst du dir das vorstellen? Die Insekten haben natürlich auch ein Insektenkino. Die drehen Filme auf ihrem Planeten und irgendwo im Insektenkino schauen sie sich gerade einen Film an, der auf der Erde spielt und von zwei Jungen handelt, die ein Auto klauten. Und es ist der totale Horrorfilm, sagte Chick. Die Insekten ekeln sich vor uns, weil wir überhaupt nicht schleimig sind. Aber alle denken, es ist nur Science Fiction und in Wirklichkeit gibt es uns gar nicht. Menschen und Autos, das ist für die totaler Quatsch. Das glaubt bei denen keiner. Außer zwei jungen Insekten. Die glauben das. Zwei jungen Insekten in der Ausbildung. Die haben gerade einen Armeehelikopter entführt und fliegen über dem Insektenplaneten rum und denken genau das Gleiche. Die denken, dass es uns gibt, weil wir ja auch denken, dass es sie gibt. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ich schaute in die Sterne mit ihrer unbegreiflichen Unendlichkeit und ich war irgendwie erschrocken. Ich war gerührt und erschrocken gleichzeitig. Ich dachte über die Insekten nach, die jetzt fast sichtbar wurden auf ihrer kleinen, flimmernden Galaxie. Und dann drehte ich mich zu Chick. Und er guckte mich an und guckte mir in die Augen und sagte, dass das alles Wahnsinn wäre. Und das stimmte auch. Es war wirklich ein Wahnsinn. Und die Grillen zirpten die ganze Nacht. Vielen Dank. Ich habe vorhin so im Spaß gesagt, dass du so hier auch in der kleinen Zusammenstellung als Experte für alles beschrieben wirst, weil du Literaturexperte vom 18. bis zum 21. Jahrhundert bist. Aber tatsächlich, was ist für dich an dieser Stelle so extraordinär? Warum sagst du, das ist für dich eine der neuralgischen? Ja, zum einen mal sieht man, glaube ich, und das merkt man schon im Vergleich zu der Lesung von Markus Gärtner, dass in dieser Stelle ganz viele Motive wieder auftauchen, die für Herrndorfs Werk extrem wichtig sind. Dass so wie Isa durch die Gegend wandert, wandern ja auch bei Herrndorf die Motive durch die unterschiedlichen Werke, vagabundieren gewissermaßen durch die Texte. Und diese Szenen, in denen Personen auf Aussichtspunkte steigen und Übersicht gewinnen wollen, kommen immer wieder vor. Es ist ganz wichtig, wenn Personen austesten wollen, was sie eigentlich miteinander verbindet, dass sie sowas auch machen. Der Blick in die Sterne kommt immer wieder, also von daher ist das so ganz typisch für die Machart der Texte, in einer gewissen Art und Weise zumindest. Oben die Sterne, unten Kühe. Ja, genau. Ja, und das ist eben der zweite Punkt, der, glaube ich, also ganz charakteristisch ist. Und das schließt dann das an, was Markus gesagt hat. Diese ungeheure Fähigkeit, gewissermaßen große Gefühle mit Trivialitäten, mit Populärkultur zusammenzubringen. Und ich finde das eigentlich eher aus einer ästhetischen Perspektive extrem interessant, weil man merkt, es geht nie um die Gegenstände, um die Dinge als solche. Es gibt für Herrndorf keine trivialen Gegenstände. Es gibt für Herrndorf nichts, was per se künstlerisch wertlos wäre oder per se künstlerisch wertvoll ist. Und es geht immer darum,
wie diese Dinge in die Komposition eingebaut und eingepflegt werden und was sie für einen Platz in so einer Komposition bekommen. Das ist ein zweiter Punkt, der für mich irgendwie ganz charakteristisch ist. Dritter Punkt, vielleicht bloß nebenbei, Herrndorf gehört zu den Autoren, die Dialoge schreiben können. Ich finde, es gibt nur sehr, sehr wenig Autorinnen und Autoren, wo es einem nicht so kalt den Rücken runtergeht, weil man sich so ein bisschen schämt, wenn man deren Dialoge liest. Mhm. Ja. Bei Herrndorf ist das überhaupt nicht der Fall. Es ist vollkommen klar, dass diese Dialoge nie hätten so stattfinden können, weil sie viel zu gut sind. Mhm. Und trotzdem funktionieren sie unglaublich. Also mit einer sie wirken seltsam authentisch, fügen sich in die Texte ein. Und das finde ich deswegen interessant, weil das, was vielleicht damit zu tun hat, dass diese ganzen Texte von Herrndorf so etwas seltsam Mündliches haben. Häufig so etwas Plauderndes, und zwar in einem jetzt nicht bösartigen Sinne. Und das macht diese Texte, also wir Germanisten würden dann irgendwie sagen, intermedial irgendwie super interessant, weil das ganz viele Anschlussangebote macht. Also bei den Texten von Herrndorf wundert man sich überhaupt nicht darüber, dass sie zu Hörbüchern transformiert werden, dass sie eingelesen werden, dass sie in Theaterstücke verwandelt werden, dass sie zu einer Oper werden, was ich sehr kurios fand, die ich auch nicht kenne, dass sie verfilmt werden natürlich. Also ganz viele Angebote, wie diese Mündlichkeit sagen, in unterschiedlichsten Medien aufgegriffen werden kann. Und natürlich verweist das auch darauf, dass Herrndorf immer mit einem Fuß in der Blockwelt geblieben ist, wo diese sagen, Mündlichkeit eben eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und jetzt trivialerweise ist natürlich für mich als Germanisten diese Szene auch deswegen so toll, weil sie immer wieder zitiert wird für die Art und Weise, wie Herrndorf mit Tradition umgeht. Und die Stelle ist auch deswegen so wahnsinnig bekannt, weil diese Independence Day-Passage eben einen der wichtigsten Prätexte überhaupt anspielt, nämlich Goethes Werther. Mhm. Es gibt in Goethes Werther diese allseits bekannte, wunderbare Szene, wunderschöne Szene vor allen Dingen auch, in der sich Lotte und Werther begegnen, am Fenster begegnen, nach einem Gewitter, sich in die Augen schauen. Das ist eine unglaublich gut gemachte Blickchoreografie, die wir dort finden, und die Herrndorf wieder aufgreift. Mhm. Das ist das Tolle. Und dann finden sie sich im Zeichen von Klopstock wieder. Also es wird genauso eingespielt wie bei Independence Day. Und was man sich hier, glaube ich, klar machen muss, ist, also es gibt so Interpretationen, die sagen dann, ja, da sieht man sozusagen, wie Herrndorf so Augen zwinkern, sich auch so ein bisschen über die Tradition lustig mache, die parodiere. Aber das ist, glaube ich, falsch. Herrndorf hat genau verstanden, was in dieser Werther-Szene passiert, dass Klopstock nämlich für Werther und Lotte Popliteratur war. Mhm. Klopstock war derjenige, der im 18. Jahrhundert der ästhetische Kern der ersten Jugendbewegung überhaupt in der deutschen Kulturgeschichte gewesen ist. Und was sie Werther und Lotte machen, sie verständigen sich über Natur im Lichte ihrer Popliteraturkenntnisse. Genau dasselbe machen hier Chick und Mike. Und noch viel interessanter ist, dass Werther und Lotte auf eine Ode von Klopstock anspielen, auf die Frühlingsfeier-Ode. Und in dieser Frühlingsfeier-Ode geht es um das, was in Werther keine Rolle spielt, nämlich die Auseinandersetzung mit unendlichen Welten. Die wird in dieser Klopstock-Ode wird das thematisiert. Die Frage, wie man sich als Individuum, als Wurm gegenüber diesen unendlichen Weiten eigentlich zurechtfinden soll. Und in dieser Ode geht es dann eben auch tatsächlich um Insekten. Ja? Das heißt also, Herrndorf greift ganz, ganz tief durch die unterschiedlichen Literaturschichten hindurch und versteht, was die dort machen. Ja, also zitiert das nicht sozusagen, um sich irgendwie lustig darüber zu machen oder das zu parodieren, sondern versteht, was dort eigentlich passiert und warum zwei Personen sich im Lichte von Literatur, Kunst, Medienerlebnissen zusammenfinden. Und das ist natürlich irgendwie sehr schön. Und das Tollste ist eigentlich, dass diese Independence Day-Geschichte, das geht ja eigentlich so ganz schnell vorüber. Und was dann ausgewalzt wird, ist diese Sternenerlebnisse und diese Weltraumfantasien und dann eben diese Blickchoreografie. Also genauso wie die Blicke zwischen Werther und Lotte hin und her gehen. Das ist wirklich grandios und schön geschildert. Genauso passiert das eben bei Chick. Ich schaute in die Sterne, ich dachte über die Insekten nach und dann drehte ich mich zu Chick und er guckte mich an und guckte mir in die Augen und sagte, das ist alles Wahnsinn, das kommt immer wieder. Also ein großes, großes Verständnis für das, was Literatur macht und kann. Und das ist eben
in dieser Blickchoreografie und in diesem Anspielungsreichtum etwas, was der Film nie transportieren kann. Ja, also da merkt man auch sozusagen, was Literatur zu leisten am Vermarkt gegenüber allen anderen Medien. Also gleichsam der Triumph der Literatur unter Bezugnahme auf Film, Musik und so weiter und so fort. Und das findet man dann irgendwie als Germanist mit einem großen Faible für Germanisten-Scheiß natürlich irgendwie großartig. Also, Germanisten-Scheiß, das ist übrigens auch der Titel eines Sammelbandes, der versucht, Herrnhoff literarisch, literaturwissenschaftlich zu greifen. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Blick auf die nächsten Tage. Wir sprechen morgen nämlich tatsächlich über die verschiedenen Rezeptionen von Schick und wir sprechen am Mittwoch auch nochmal darüber, warum Wolfgang Herrndorf dann irgendwann doch eben die Malerei hat sausen lassen und sich komplett auf das Schreiben verlegt hat. Und mich würde aber tatsächlich doch auch nochmal interessieren, gerade aus der literaturwissenschaftlichen Warte, du hattest gesagt, gerade literaturwissenschaftlich sei es trotzdem extrem schwierig, Wolfgang Herrndorf zu packen, zu kriegen. Das ist doch eigentlich überraschend, denn das ist doch ein Fest für jeden Germanisten, was du hier schilderst. Ja, aber es ist so ein langweiliges Fest. und zwar, es ist deswegen so langweilig, weil Herrndorf natürlich genau weiß, dass er das gemacht hat und dann auch wieder mal zeigt, dass er es getan hat. Und es ist natürlich wahnsinnig öde, einfach nur zu wiederholen, was ein Autor schon weiß. Und Herrndorf weiß unglaublich gut über sich Bescheid. Das ist ja ein handwerklich hellwacher Autor, dem nicht irgendwie irgendwas passiert. Vielleicht kann man das nochmal an dieser Szene zeigen und vielleicht auch auf den Bezug zwischen Malerei und Literatur eingehen, den du gerade angespielt hast. Denn es ist ja irgendwie kein Wunder, dass dieser Werther-Bezug über eine ganz lange Strecke verteilt ist. Also es beginnt eigentlich mit der Party, weil Werther und Lotte treffen sich ja auch auf einer Party und grenzen sich bei dieser Party aus. Ja? Dann geht es weiter bei dieser Independence Day-Geschichte, dann kommt was dazwischen und dann kommen diese Stormtroopers-Insekten-Sache, wo letztlich sozusagen die Referenz bis zu Klopstock weitergetrieben wird. Ich habe den Eindruck, es gibt so Autoren, die arbeiten gewissermaßen ganz an der Abfolge der Erzählung entlang. Ja, also wie an so einem Leitfaden. Und bei Herrndorf habe ich den Eindruck, aber das kann Markus Gärtner natürlich viel besser dann beschreiben oder auch sagen, wie das eigentlich aussieht, dass wir es bei Herrndorf mit einem Autor zu tun haben, der viel konstellativer denkt. Also viel mehr in der Fläche gewissermaßen mit seinem Material operiert. Also ein großes Gespür für Dramaturgie, ein großes Gespür für Effekte und für Handlungseffekte und für Action, aber eben auch für dieses in der Fläche Arbeiten mit Texten. Und dieses Schichten, dieses sozusagen Platzieren von Episoden und Fragen, wie gehören die zusammen, und zwar auf eine nicht trivial abfolgende Art und Weise, das macht für mich diese Texte auch so spannend, die auf der einen Seite ja unglaublich lose gekoppelt sind in ihren Episoden und auf der anderen Seite ganz, ganz streng ästhetisch komponiert sind, also wirklich sich gut fügen und passen. Also von daher würde mich tatsächlich auch interessieren, wie Herrndorf gearbeitet hat. Also wie man sich sozusagen, ist denn das sozusagen eine Arbeit an einzelnen Episoden, die ausformuliert werden, für die dann ein Ort gesucht wird? Ist das eher eine Abfolge? Ist es bei Sand anders als bei Schick oder als was ich bei den Erzählungen des Jenseits des Van Halen-Gürtels, die ja extrem konstellativ aufgebaut sind mit dieser Shortcut-Ästhetik? Ja. Ich erinnere eben nur auch diesen Nachruf von Holm Friebe in der Welt, glaube ich, in dem er so beschrieb, wie diese Staffelei dann später wirklich fungierte als großes Tableau, um da diese unglaublich verschachtelten und genau zu konzipierenden, diese Dramaturgien für die einzelnen Bücher, also wirklich festzulegen und akribisch zu planen. Aber möglicherweise, Tobias oder auch Markus, habt ihr da Einblicke in diese Art des Arbeitens und könnt das vielleicht sogar beantworten? Also nochmal eine Bemerkung zu dem Thema Parodie versus bewundernde Traditionspflege. Also er war ja vorher Maler und wenn ich das richtig sehe, war Vermeer sein Gott und das hat ihn aber nicht davon abgehalten, im Helmut-Kohl-Kalender Helmut Kohl als Vermeer-Figur zu malen. Das widerspricht sich nicht. Ne? Und zur Genese des Schick-Textes, da gibt es hier eine Hälfte, die ich nicht kenne, nämlich was er in Jahren und Jahren daran gearbeitet hat. Das weiß ich bloß aus Selbstauskünften und von dem, was er in Arbeit und Struktur geschrieben hat, dass diese Texte, dass an denen gearbeitet und gearbeitet wurde. Und der Zeitplan von dem Entschluss,
kurz vor seinem Tod dieses Buch, er hat ja damals, waren ihm ja eine Monate gegeben, dieses Buch noch fertigzustellen bis zum Erscheinen. Das war für die Verhältnisse der Verlagsbranche, das war atemberaubend, das war der komplette Irrsinn. Und da gibt es, ich weiß jetzt nicht, ob es in Arbeit und Struktur steht oder ob er mir das schrieb, aber er sagte, ich kann dir noch Kapitel zu Kapitel dazu schreiben, die hängen ja sowieso alle aneinander dran. Mhm. Also das ist ja tatsächlich diese, das ist ja bei Isa ist es nochmal aus anderen Gründen ganz ähnlich. Arbeit und Struktur ist natürlich was ganz anderes, allein schon, weil es ein Spannungsroman ist und deswegen einen riesengroßen Plotbogen hat mit sehr vielen Verweisen und Hinweisen und einem und eine Spurenlegerei, die laut Wolfgang, ich habe es nicht gleich verstanden, Wolfgang sagt, die meisten Kritiker hätten es auch nicht verstanden, seine Mutter hätte es sofort verstanden. Ja. Yes. Ich will die ganze Zeit sagen, ich finde, dass die Sache mit den Referenzen und den Anspielungen und den literarischen Traditionen, je länger man sich dann eben damit beschäftigt, desto klarer wird irgendwie auch, dass das natürlich wie alles bei Wolfgang Herrndorf, was er dazu geäußert hat, auch das mit dem dieses ewig drei Tage lang zitierte Germanistenscheiß-Zitat, ist natürlich Koketterie, weil warum würde man eine Referenz in ein Buch reinschreiben, wenn es nicht entdeckt werden soll? Man könnte natürlich jetzt im Herrndorfschen Sinne sagen, das ist so ein verstecktes Rätsel, das dann seine Wirkung erst entfaltet, wenn es eben quasi nie gelöst wird, aber natürlich ist das Teil eines literarischen Verfahrens, wenn man so will, dass auch die Spielerei damit, dass er nicht gelesen oder nicht von Germanisten verstanden werden will, und dann legt er trotzdem so Rilke-mäßige Ostereier irgendwo hin, die natürlich entdeckt werden, und das alles folgt einer Selbstgestaltung als Autor, die eben nicht die einfach total spannungsgeladen ist. Und je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto interessanter fand ich eigentlich, in welchem Ausmaß er sich selbst als Autorfigur auch selber gestaltet hat. Also Arbeit und Struktur ist ja nicht ein Tagebuch im Sinne von Liebestagebuch, sondern ein durchgestalteter Text, in dem ganz genau überlegt ist, was der Öffentlichkeit in welcher Form und wie überarbeitet dargereicht wird, wenn man es so sagen will. Und in dem Sinne würde ich eben auch sagen, dass diese Cropstock und auch die Starship Troopers stellen einfach nur der Beweis dafür, für diese massive Koketterie sind, indem er natürlich wollte, dass man Rätsel löst in seinem Werk. Und dazu braucht es Germanisten. Also diese komische Spannung, die es da gibt, finde ich jetzt mittlerweile eher reizvoll, als dass ich jetzt sagen würde, man nimmt sie für bare Münze. Nichts ist wortwörtlich in diesem Werk. Du hättest jetzt Stefan Martus sehen müssen, der sagt, ja. Dann ja. Nehme ich sofort wieder zurück. Ja, nein. Nein, aber tatsächlich, also dieser unbedingte Wille zum perfekten Stil und dieses genaue Durchkomponieren, das ist ja auch eine Stelle, die du dir ausgesucht hast, weil er also auch wirklich extrem gnadenlos war im Urteil gegenüber anderen. Und wenn es euch recht ist, würde ich an der Stelle vielleicht mal eben genau den Teil lesen, den du eigentlich hättest lesen wollen, wenn du hier gewesen wärst. Das mache ich jetzt mal, weil uns einfach denken, dass es leichter ist, wenn wir das von hier aus zu Gehör bringen. Das ist eine Stelle aus Arbeit und Struktur, und zwar der Tagebucheintrag vom 16. März 2010. Das spielt an auf die Bunny Lectures. Das war, ich glaube, ja, bis Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre im NBI so eine ausgesprochen kluge und ja, unterhaltsame, lustige Lesereise von Ulrike Sterblich und Stese Wagner, in der zwei super Top-Checker-Bunnies im Grunde so überklug das Leben und die Kunst auseinandergenommen haben. Und da war er und schreibt Folgendes. Bunny-Show, fantastisch. Bunnies gut, Gäste gut, keine Hänger, alles richtig. Erkundige mich bei anderen, die Show auch okay fanden, aber nicht so okay. Bin offenbar deutlich kritikloser als sonst, sollte also weiter vorsichtig sein, was den Schwanzvergleich mit Tellkamp angeht. Die letzten Tage loslabern von Götz. Bizarrer Text über Tellkamps Turm. Er habe jetzt endlich Thomas Mann begriffen oder in Tellkamp Thomas Mann gelesen oder begriffen. Vermute, dass er weder das eine noch das andere wirklich gelesen hat, wenn er schon bei Kracht nur bis zum Wort Menschenteil kam. Wobei er mit dem Feuilleton ja übereinstimmt. Wenn man in Deutschland Geschichten schreibt, kommt man um Kawa nicht herum. Adoleszenz immer Salinger. Und beim ganz großen Wurf rauscht das alte Doppelgespann zum Einsatz. Uwe Jonsson,
nur mit Proust und Joyce vergleichbar. Aber am schlimmsten erwischt es immer Thomas Mann. Alles über 600 Seiten und Familie Thomas Mann. Ja, richtig, der hat mal diesen einen Roman über eine Familie geschrieben. Gesellschaft kommt auch vor. Und ich kann mich nicht erinnern, schon mal einen einzigen Mann-Vergleich gelesen zu haben, der darauf hinaus wollte, dass der zu Vergleichende ein unfassbar großartiger Trickser sei. Schlagt mich tot mit der Hans-Carossa-Gesamtausgabe, aber ich halte die Trickserei für die Hauptsache bei Mann. Letztes Jahr habe ich Buddenbrooks und Zauberberg wieder gelesen im Rahmen des Projekts Ich überprüfe mein Urteil mit 20. Da gab es in diesem Fall ausnahmsweise nicht viel zu korrigieren. Nur die Reihenfolge hatte sich geändert. Jetzt waren mir die Buddenbrooks noch lieber. Aber was mich killt an Mann und immer gekillt hat, sind seine formalen Tricks. Diese kleinen Hebel zum Beispiel, die er im Text einbaut, um hunderte Seiten später mit einem einzigen Ruck und Satz und Wort ganze Figuren, Handlungsstränge und Lebenskonzepte im Abgrund zu versenken. Desillusionsmaschine aus der Hölle. Und ich erwarte nicht, dass das einer genauso macht oder kann. Desillusion ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, obwohl ich nicht weiß, wie man über 300 Seiten gehen soll ohne das. Aber eine, wenigstens spürbare, wie auch immer geringe Aufmerksamkeit der Form und Struktur widmen und meinetwegen scheitern, das sollte doch wohl drin sein, bevor man den Mann-Vergleich rausholt. Und Telkamp hat ihn ja selbst rausgeholt, im Doppelpack mit dem Goethe-Schwingschleifer. Und wenn man dann diesen, ja, Familienroman liest, Himmel, nichts, nada, nicht mal der Versuch zu irgendwas. Dieses ganze Gedödel um Uhren und Brötchen ist ja das Eigentliche, der existenzielle Kern dieses sprachlich verlotterten Scheißdrecks. Uhren und Brötchen und Mädchen hätte ich am liebsten geschrieben. Aber selbst das Mädchen, den Selbstläufer einer wie auch immer vermurksten Adoleszenzgeschichte, kriegt er nicht hin. Versackt im Nichts. Der Flugzeugbauer, versackt im Nichts. Die Familie, die in den Westen ausreist, versackt im Nichts. Was man ja im Fall dieser Ausreisenden, wenn es einem nur für 5 Pfennig interessieren würde, zu einem spürbaren Nichts auszubauen versucht haben würde. Aber die Familie wird vorher nicht eingeführt und hinterher nicht vermisst. Und das Ganze darf man jetzt vergleichen mit einem, Entschuldigung, Zauberer. Der Clavier Chauchat, 120 Seiten vor Schluss, in einem Nebensatz aus dem Roman eskamotiert um das Elend ihrer Nichtanwesenheit, den Liebeswahnsinn und die fiebrige Erwartung ihrer Rückkehr gezielt aus Hans Castorp hinaus und in den Kopf der Leser hinein zu prügeln. Und während man noch vergeblich auf ein Lebenszeichen der Angebeteten wartet, flackert ein Schwarz-Weiß-Film vom Ersten Weltkrieg über die Leinwand. Als ich das erste Mal gelesen habe, bin ich fast gestorben. 3 Sachen, die Telkamp hinkriegt: Unterwasserfahrt des Panzers, wo er sich dankenswerterweise auch sprachlich dem B-Picture nähert, Chirurgenszene, Zitat, der Operateur setzt den Haken oder so ähnlich, die Reden vorm Schriftstellerverband, wo ich wirklich gern wüsste, inwieweit die recherchiert oder selbst ausgedacht sind, weil, wenn selbst ausgedacht, groß. Zum Schluss der Bunny Show einen Kompass gewonnen und so weiter. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Ja, genau. Genau. Ja, Tobias, warum diese Szene? Was ist für dich so charakteristisch? Es gibt so verschiedene Sachen, die, also es gibt unendlich viel, was man zu dieser Passage sagen könnte. Das Erste, was mir einfällt, ist, die Lektüre von Telkamp, da ist ja schon ziemlich einzigartig in der Rezeption Telkamps, in dem Sinne, dass ja eigentlich alle hinten rübergefallen sind, als dieser Turm erschienen ist und Telkamp nachgereist sind nach Leipzig und überall standen flammende Rezensionen, die diesen Jahrhundertroman in der Tradition von Thomas Mann eben mit den benannten Reflexen gefeiert haben. Und nicht, dass jetzt Herrndorf da das Sondervotum abgegeben hätte. Es gab viele, die diesen Roman, ich gehöre auch dazu, wirklich nicht ertragen haben. Aber er macht eben so aufmerksam auf so Prätensionen im Betrieb sozusagen, wie auf solche Romane reagiert wird. Und gleichzeitig finde ich eben auch toll, dieses Auseinandernehmen der Schriftstellerfigur Telkamp, die da auch drin steckt. Und wenn man sich die Skrupulosität anschaut, mit der Herrndorf auch an seinem eigenen Selbstbild gearbeitet hat, dann ist das auf eine Weise auch prätentiös, aber eben nicht im
im Sinne des in die Schale geworfenen oder in die Brust geworfenen Großschriftstellers, der daherkommt und der Welt einen 800-Seiten-Roman schenkt. All das ist Herrndorf nicht gewesen und er hat sehr humorvoll rausgearbeitet, warum er gerade so ein Schrifter nicht sein wollte. Das finde ich toll, einerseits. Dann finde ich, find ich die Liebe zu Thomas Mann einfach ansteckend. Also wenn man die selber spürt, dann freut man sich darüber, dass hier jemand eben ein paar Sachen ziemlich genau erkannt hat. Und dann vielleicht noch als letzten Punkt unter den vielen Dingen, die es dazu zu sagen gibt, finde ich interessant, dass dieser Reflex, den er hier beschreibt, was Buddenbrooks angeht, ja letztlich dann eben auch Wolfgang Herrndorf geschehen ist, in dem Sinne, dass man natürlich das Spätwerk immer unter dem Eindruck der Krankheit liest. Und dass der Reflex, mit dem man auf diese Literatur liest, schaut, die er geschrieben hat, immer ist, dass man nach Spuren sucht, der Krankheit, die ihm das Leben gekostet hat im Grunde am Ende. Und dass man im Grunde auch sieht, dass Herrndorf selbst vor dieser reflexhaften Rezeption nicht gefeit war, steckt da auch irgendwie drin, ohne dass das anspricht. Tobias, ich habe, als ich dich vorgestellt habe, kurz erzählt, dass du Wolfgang Herrndorf auch aus der Entfernung kanntest. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz aufklären. Du warst wenigstens ganz am Anfang mal so Zaungast bei den höflichen Paparazzi. Wie war das? Also ich habe Wolfgang Herrndorf nie kennengelernt, aber wir wussten voneinander, wer wir waren in diesem Forum der höflichen Paparazzi, zu denen ich ganz am Anfang 2000, 2001, als sich das so richtig formierte und dann auch in der Form ausbildete, wie es dann später eben diese Maschine gewesen ist, da gehörte ich kurz dazu, aber bin dann relativ schnell, weil ich eben diesen Kanal zum Schreiben nicht brauchte, den andere da genutzt haben, die dann später auch Romane geschrieben haben und an verschiedenen Stellen des Betriebs immer wieder aufgetaucht sind. Ich war damals bei der Zeitung als Praktikant und brauchte eben nicht diesen Kanal, sondern konnte in die Zeitung schreiben, was andere bei den Paparazzi eben dann in dieser tollen Gemeinschaft, dieser bewundernswerten Gemeinschaft von sehr vielen, sehr klugen Menschen, die miteinander an Texten arbeiten und Gedanken und dann Humor. Ich war dann draußen und habe dann eben von außen zugeschaut. Das war so die Verbindung, die wir, also ich, nicht, dass ich wusste, wer wirklich Wolfgang Herrndorf war, aber so haben wir uns kurz gestreift, ja. War das eigentlich für dich damals, Markus, auch ein Forum, in dem du mitgelesen hast, was du so mit inhaliert hast? Ja, ich war zu doof, auf die Idee zu kommen, da selber einzudringen, zu versuchen. Ich habe das damals gelesen und später dann die Leute nach und nach erst kennengelernt. Mhm. Ja, also das, und man schaut drauf und denkt, da werden dann auch noch später Generationen von Doktoranden sich abarbeiten. Ihr germanistisches Besteck anwenden. Ja, also dieses Forum von Tex Rubinowitz und Christian Ankowitsch ja gegründet, war ja für jemanden wie Herrndorf, der ja eigentlich auch zurückgezogen lebte und wahrscheinlich jetzt erstmal vordergründig kein großer Socializer war, wie so ein Segen, ne? weil er sich da auch literarisch ausprobieren konnte, oder? Was denkst du, Tobias, was für einen Stellenwert hatte dieses Forum für ihn? Also ich glaube, er hat da gewohnt und er hat es geliebt. Also und es ist vor allen Dingen, ich finde es absolut bemerkenswert, wenn man es jetzt im Vergleich sieht zu jemandem wie Telkamp, der sich so als solitäre, einzigartige Figur mit Winzermütze selbst inszeniert, ist eben Wolfgang Herrndorf Teil einer Gruppe, die, ich weiß nicht, ob solidarisch das richtige Wort ist, ich habe auch nur von außen dann eben das drauf geschaut, aber die gemeinsam miteinander künstlerisch tätig waren und in strenger gemeinsamer Textarbeit eben an Kunst gearbeitet haben. Und da dazu zu gehören, glaube ich, in so einem Freundschaftsverbund ist auch, glaube ich, als Künstlerexistenz was ziemlich Außergewöhnliches und passt eben auch zu diesem irgendwie dann auch solitären Wolfgang Herrndorf, dass ausgerechnet er in so einer einzigartigen Gemeinschaft dann eben genau den Ort, wo jeder Nerd einen anderen Nerd gefunden hat, dass er da dazugehören konnte, ja. Tex Rubinowitz hat das ja immer so schön genannt, diese beinharte, stalinistische Schreibschule. Ich weiß nicht, Holm Friede behauptet, er sei eben wahrscheinlich noch viel, viel nerdiger geworden, wenn er diesen Club nicht gehabt habe. Wie siehst du das? Also hast du das richtig gehend mitverfolgt, was dieses Forum möglicherweise auch für einen Einfluss auf Autoren gehabt hat? Ja, ich bin ja Germanist, jetzt. Ich komme immer zu spät. Also, wenn die Sachen vorbei sind, schaue ich sie mir an.
und das geht mir auch bei diesen Blog-Sachen häufig so, aber in der Retrospektive, erstmal ist es natürlich toll, dass die ganzen Sachen noch da sind. Mhm. Genauso wie Arbeit und Struktur noch da ist, was im Blick auf sozusagen irgendwie die Flüchtigkeit des Netzes, die Geschwindigkeit der Netzkultur doch einen ganz schönen Gegenakzent setzt. Ich denke, was du gesagt hast und was auch Tobias Rüther gesagt hat, dass wir in einer seltsamen Art und Weise sozusagen irgendwie künstlerische Arbeit und irgendwie Formen der Vergesellschaftung, mhm. der Befreundung, das, also wie sehr die hier zusammenhängen, dass es ein Autor ist, der tatsächlich sowas wie eine kollektive Autorschaft zugelassen hat, also bei all der Stärke, mit der Herrndorf, dieser Name ja da steht, diese kollektive Autorschaft zugelassen hat. Ansonsten würde ich aber erstmal sagen, also, dass sich jemand Stimmen nennt als Pseudonym, also auch im Plural, ist natürlich auch schon wieder ein Zeichen dafür, wie der sozusagen. Dass er sozusagen so ein ganzes Spektrum bedient und auch in solchem Spektrum denkt. Darüber hinaus würde ich aber auch sagen, dass die Texte, die jetzt hier auch in diesem kleinen Bändchen unter Stimmen versammelt sind, bei weitem nicht so gut sind wie die Texte, die darauf gefolgt sind. Also man sieht hier schon auch eine klare Entwicklung und man sieht, wie was aus Herrndorf geworden ist. Wie auch immer ihn diese sozusagen Blog, Kultur, Gemeinschaft, wechselseitige Beobachtung da stimuliert hat. Und ich meine, das ist was, was bei ihm geblieben ist. Also was man zumindest beim Lesen, den Eindruck, den man gewinnt, jemand, der sich nicht nur selbst ungeheuer beobachtet hat, sondern sich auch immer ungeheuer beobachtet hat, weil er sich unter Beobachtung gefühlt hat. Ja? Und dann einen ungeheuren Beobachtungsdruck und auch einen Druck, den er sich dann ausgesetzt hat. Also auch die, wie soll man sagen, also schnottrige Aggressivität, mit der hier Telkamp irgendwie mal beiseite kanoniert wird, hat ja auch was damit zu tun, sozusagen, dass er in diesen, den Eindruck zumindest, also aus diesen Konkurrenzbeziehungen des Literaturbetriebs, die er verachtet haben mag und so weiter, dass für ihn das ein ungeheurer Motor gewesen ist, ein ganz, ganz großer Antrieb war, eine seltsame sozusagen ästhetische Energiemaschine, die im Hintergrund gearbeitet hat. Und bei Telkamp, also zumindest mal retrospektiv, ist er natürlich auch ein dankbares Opfer, aber ich finde es ganz interessant, eine ähnliche Kanonade bekommt ja Christian Kracht mit Imperium ab, und das ist ganz interessant, weil er gleichzeitig noch in dem Moment sagt, das Faserland ist das Buch, das mich so geprägt hat. Und also wie gesagt, ich war ja nicht Teil der Paparazzi, aber es war, wie Text damals in Klagenfurt gesagt hat, eine beinharte stalinistische Schreibschule. Und ich habe mir sagen lassen, es gab da nicht viele, vor denen so viel Angst die anderen hatten, wie vor dem Urteil von Wolfgang Herrndorf. Mhm. Und umgekehrt habe ich erst nach und nach mitbekommen, die Texte, die ich von ihm bekommen habe, die hatten vorher mehrere andere vorher gelesen, beurteilt, abgeurteilt und von mehreren Büchern weiß ich, wer ihm gesagt hat, das ist nicht gut. Ich glaube, dass er die Ironie von Imperium nicht verstanden hat und deswegen zu diesem harten Urteil kam, aber das ist jetzt auch so eine nebensächliche ich will auf was anderes noch hinaus, was ich gerade eben mir nochmal einfiel. Es gibt ja die Geschichte von diesem nachgestellten Autorenfoto, was er mit Brille und Zigarette, was sie von ihm gemacht haben, irgendwann mal abends eben auch mit Leuten aus dem Forum. Und das ist insofern so lustig, weil man muss den Betrieb und die Affekte des Betriebs schon kennen, um sie parodieren zu können. Und dieses Gefängnis, in dem man dann drinsteckt, dass man gleichzeitig hasst, aber man ernährt sich auch von dem Hass. Das ist, glaube ich, auch ein produktiver Widerspruch, der bei Herrndorf total ein totaler Antrieb war. Denn natürlich muss man wissen, dass man so schwarz-weiß, Isolde Ohlbaum-mäßig, wie man so ein Autorenporträt hinbekommt, um es dann total schlecht parodieren zu können. Das heißt, man muss schon sich sehr, sehr genau auskennen in einem Gegenstand, in diesem Feuilleton oder Literatur, von dem man sich gleichzeitig absetzt. Das ist ein total interessantes Wechselverhältnis, in dem man, glaube ich, immer gestanden hat, dass er sich genauso angezogen fühlte. Das würde ich jetzt mal daraus ableiten, dass er sich so gut auskannte, dass er sich genauso angezogen fühlte, wie er eben dann von dieser Anziehung eben quasi daraus einen Schwung genommen hat, um sich davon
abzusetzen. Das ist ein total interessantes Zweckverhältnis. Das ist schon schwer höchstgradiger Feuilletonismus, der, glaube ich, der da am Werk war, sich genau in diesen ganzen Prätensionen auszukennen, in der Art und Weise, wie über Literatur geredet wird, um sich darüber dann humorvoll oder mit Pointen irgendwie hinwegzusetzen. Aber irgendwie braucht man es auch, damit man sich besser fühlt oder anders jedenfalls. Also ich konnte mich, also eben mal die Frage, was bedeutet mir Wolfgang Herrndorf, ich konnte mich damit immer sehr, sehr stark identifizieren, genau mit dieser Hassliebe. Mhm. Ich bin ja selber kein Schriftsteller. Ich weiß nicht, ob man Bücher publizieren kann, ohne sich zu überlegen, wie man als Person auf die Leser wirkt. Und also ich komme ja mit dem Autorentypus Herrndorf auch besser klar als mit dem Autorentypus Tellkamp. Aber also wenn man hinschaut, dann sieht man eben auch die Pose. Redet nicht über mich, redet nur über meine Texte. Also die bricht sich so ein bisschen damit, dass beispielsweise eben in Bilder deiner großen Liebe Lisa auf dem Friedhof einen Mann trifft in einer grünen Adidas Trainingsjacke und wer das gewesen ist und wer da auch tatsächlich in einer erkennbaren Uniform durch den Roman läuft, das ist ja klar. Mhm. Ich würde sehr, sehr gerne dich nochmal fragen, Tobias. Du hast eben ein Buch über Männerfreundschaften geschrieben. Du schreibst jetzt diese Biografie über Wolfgang Herrndorf. Das ist möglicherweise total indiskret, aber gibt es so einen Punkt, der dir Rätsel bleibt oder an dem du gerade wirklich so ein bisschen merkst, dass da wird es schwierig, so eine Biografie zu schreiben? An was für Punkten, was sind Knackpunkte oder wo wird es schwierig? Ja, ich habe es im Grunde eben schon beschrieben, inwiefern was die Rolle der Pose bei ihm war, das ist schon etwas, was mir zu schaffen macht, oder das mir ein Rätsel stellt, inwiefern er eigentlich auch ein Darsteller seiner, inwiefern Wolfgang Herrndorf auch Wolfgang Herrndorf in Anführungsstrichen war. Mhm. Das finde ich, das ist jetzt irgendwie auch so ein, ich habe schon mal Jetzt haben wir dich leider gerade. Du müsstest gerade mal ganz kurz bitte nochmal die letzten drei Sätze wiederholen. Wir hatten hier gerade so einen Verbindungsbreakdown. Probier doch noch gerne nochmal. Also mich interessiert an ihm oder was mich wirklich beschäftigt, ist die Frage, inwiefern Wolfgang Herrndorf eben auch sich selbst als Wolfgang Herrndorf gesehen hat und inwiefern eben dieses scharfrichterliche oder dieses unerbittliche Arbeiten am Text. Der Schatz liegt im Alten. Das ist ein bisschen gemein. Ja, jetzt warst du tatsächlich wieder. Aber ich glaube, wir können ungefähr raten, was du sagen möchtest. Genau. Versuch doch nochmal, ob das jetzt besser geht. Ich versuche doch in einem Satz. Das, was ich eben halt gerade schon im Grunde angerissen habe, das ist das, was mich ganz stark beschäftigt, inwiefern eben er, der sich selbst so als Schriftsteller-Nerd im Grunde eben inszeniert hat, inwiefern das Inszenierung war und inwiefern dort eben auch sowas wie Prätension eine große Rolle gespielt hat. Das ist wirklich eine total interessante Frage, weil eben das Werk ist eben gepflastert mit Referenzen. Und um eine Referenz unterzubringen, braucht man schon, glaube ich, als Schriftsteller Referenz unterzubringen, heißt, man möchte irgendwie man möchte ein bisschen schon auch ein Schlauberger sein und so. Und inwiefern diese Pose, das aber nicht sein zu wollen, aber trotzdem zu sein, dieses Wechselverhältnis finde ich aktuell total interessant, wie ich überhaupt eben am Anfang ganz identifikatorisch, weil ich Chick so über alles geliebt habe, ihn gelesen habe und dachte, er ist der Typ, der endlich das Buch geschrieben hat, was ich mir immer gewünscht habe, was ich schreiben würde. Und jetzt hänge ich im Augenblick wirklich in dieser, eher in seiner Selbstdarstellung als Schriftsteller fest, die ich total faszinierend einfach finde. Einfach und die dennoch, auch wenn sie prätentiös sein kann, 100.000 Mal skrupulöser ist als Uwe Tellkamp jetzt mein. Das ist jetzt Zensur von Geist von auf höherer Ebene. Jetzt habe ich dich leider nicht mehr gehört. Aber tatsächlich passt das ja durchaus auch zusammen mit diesem unzuverlässigen Erzähler, den wir auch immer wieder treffen. Und es passt ja aber auch zusammen mit der Tatsache, dass dieses
Nachweltbewusstsein ja doch auch sehr, sehr ausgeprägt war. Also genau auch dieser ganz klare Wunsch, was erhalten bleiben soll, was Texte sein sollten, die bleiben, diese Zerstörungswut der Bilder, der Kunstwerke in den letzten Monaten. Und da an der Stelle würde ich so gerne mal wissen, Markus Gärtner, du hast ja auch eben mitgearbeitet an diesem Isa-Roman und es war ja auch garantiert alles andere als leicht, diese Aufgabe zu tragen. Aber würdest du sagen, dass er selbst ein guter Lektor seiner selbst war? Was ist das für eine Frage? Also ich finde, ich greife einfach mal diesen Punkt auf und gehe in eine andere Richtung. Ich finde es... wir haben vorhin, Steffen Martens und ich, darüber gesprochen, also die starken Anfänge und die etwas ausfasernden Schlüsse der Bücher, was bei einem Fragment, das einfach nicht fertig geschrieben wurde, natürlich kein Wunder ist. Und ich frage mich, was daraus geworden wäre, wenn er die Zeit gehabt hätte, es selber zu machen. Mhm. Es war ihm ein absoluter Greuel, die Vorstellung, dass irgendetwas an die Öffentlichkeit kommt, das irgendwie wirkt wie Dokumente, zum Wirken des verstorbenen Autors. Deswegen sollte eben Bilder deiner großen Liebe eigentlich auch vernichtet werden. Und die Wucht dieser Lesung der zwei Kapitel durch Katrin Passig, die einfach klar gemacht hat, das kann nicht passieren, das kann nicht sein. Das hat dazu geführt, zu dem komplett unsinnigen Wunsch, also wir hatten da ja noch... diese Szene war ja 4 Wochen vor seinem Tod. Das letzte Treffen war wenige Tage vor seinem Tod, wo wir es dann wirklich festgemacht haben, dass Wilder deiner großen Liebe erscheinen soll. Und dazwischen war eine Zeit, die vor allen Dingen damit verbracht wurde, dass wir alle versuchten, ihn von dem Wunsch abzubringen, dass irgendjemand anders das Buch zu Ende schreiben soll, weil es nicht als Fragment erscheinen darf. Und das, was dann, und das war natürlich klar, kein Mensch, der bei Sinn ist, hätte so einen Auftrag angenommen. Und das, was dann tatsächlich passiert ist, ist etwas, was ich als Lektor normalerweise nicht mache, was keine Lektorenarbeit ist. Zusammen mit Katrin Passig haben wir seinem, nicht seinem Wunsch, sondern seiner Anordnung entsprechend das Material gebügelt, selber Sachen, Entscheidungen getroffen, die ein Lektor nicht treffen darf. Mhm. Alles mit dem Trost im Hintergrund, dass nie irgendein Germanist sehen wird, was da vorher da war. Wir haben ganz schlimme Sachen selber entschieden. Und das Ergebnis ist ein Buch, das immer noch diesen Fragmentcharakter ganz deutlich trägt. Aber er hat ja selber gesagt, dann irgendwie doch der Vollendung ziemlich nahe kommt. Ja. Darf ich was sagen? Ich finde nämlich, schön, dass Markus Gärtner eben gesagt hat, dass es sein Lieblingsbuch ist. Und ich würde auch sagen, Isa ist das beste Buch. Das macht es noch viel herzzerreißender, dass das das letzte Buch ist. Aber es ist wirklich also was da noch hätte kommen können und was in diesem Buch schon drin ist. Es ist halt einfach finde ich, von den 6, die wir haben, die wir von ihm haben, wirklich, ich finde, das Ergreifendste und das formal Interessanteste und so herausragend, stilistisch herausragende Dings, weil es ja ein Fragment ist. Also ich würde jetzt auch eben sagen, deswegen das ist echt tückisch. Also wir waren jetzt ungefähr inhaltlich da, wo du sagst, das ist das stärkste Buch. Und die letzten 30 Sekunden, das ist wirklich echt gemein. Und wir kleben an deinen Lippen und sind enttäuscht, dass es jeweils abreißt. Du hast jetzt schon das beste Netz im Haus sozusagen, ne? Ja, ich habe das beste Netz im Haus. Ja, ich sitze quasi auf dem... Du sitzt auf dem Router. Ach Mann, was machen wir jetzt? Willst du noch einen Versuch machen? Ich mache nur einen Versuch. Ich wollte nur sagen, dass ich mich so gefreut habe darüber, dass Markus eben gerade gesagt hat, dass Isa sein Lieblingsbuch ist, weil ich das jetzt auch sagen würde, dass es einen wirklich
das Herz zerreißt, bei der, wenn man sich vorstellt, was, dass das Fragment geblieben ist. Und es ist schon so gut. Es ist einfach in so vielen Richtungen offenes und gleichzeitig eben so stilistisch, so zum Teil so unglaublich elegant, also formvollendet, die, was er selber gesagt hat über Thomas Mann, der einfach mit einem Nebensatz eine Figur zerstört. Solche Szenen gibt es auch in Isa, wo er alleine die Szene, wie sie von dem Binnenschiffer vom Boot verschwindet und in die Nacht hinausläuft. Ich habe die 500 Mal gelesen, weil sie perfekt ist. Und das zerreißt mir jedes Mal, also es zerreißt einen die Vorstellung, was da noch hätte kommen können. Es zieht sozusagen einen Stecker. Jetzt haben wir dich sogar in 1A-Tonqualität gehört. Vielen Dank. Schön. Wenn es Texte gäbe, die ihr unbedingt empfehlen würdet, denen ihr noch mehr Leser wünscht. Wir haben jetzt zum Beispiel gar nicht gesprochen über Sand, diesen 500-Seiten-Roman, der preisgekrönt wurde, aber der, glaube ich, wirklich mit am wenigsten gelesen wird bisher. Ist das ein Buch, dem ihr vor allem noch mehr Leserinnen, noch mehr Leser wünscht? Was wäre so eure Empfehlung für Leute, die jetzt möglicherweise neu, vielleicht möglicherweise nur den Chick-Film kennen und noch irgendwas lesen wollen? Und eine Empfehlung. Ich glaube, also, du hattest es am Anfang, glaube ich, sogar Markus Gärtner. Ist ja ein eigentümliches Werk. Es ist vollkommen klar, dass das sozusagen irgendwie eine innere Konsistenz hat, dass es die Handschrift eines Autors trägt. Und trotzdem sind das ja sehr, sehr unterschiedliche Bücher. Dieses letzte Buch, das jetzt gerade ebenso sehr gelobt wurde, unterscheidet sich stark von Sand. Sand unterscheidet sich stark von Schick. Arbeitsstruktur geht in die unterschiedlichsten Richtungen. Ist vielleicht auch wirklich so eine Art von so einem Knotenpunkt dieser unterschiedlichen Handwerkskünste, die Herrndorf gepflegt hat. Plüschgewitter und Jenseits des von allen Gürtels haben vielleicht noch am ehesten dann so eine Linie hin zu Schick und zu dem, was man irgendwie unter Popliteratur und so weiter versteht. Sollte jemand nur Schick gelesen haben, muss er natürlich Arbeit und Struktur als erstes danach noch lesen, würde ich meinen. Aber ich finde, das Tolle an diesem Autor ist eigentlich, dass es für unterschiedliche Bücher ganz unterschiedliche Argumente gibt. Und dass ganz unterschiedliche Leserinnen-Typen mit unterschiedlichen Büchern auf unterschiedliche Art und Weise glücklich werden können. Also ich würde nie, glaube ich, einen Herrndorf-Text empfehlen, also den soll man jetzt unbedingt lesen. Abgesehen davon, dass ich bei Literaturempfehlungen sowieso irgendwie ein großes Problem habe. Und ich würde sagen, kauf die Gesamtausgabe und lese das ganze Ding irgendwie durch und alles, was es daneben noch gibt. Der Lektor muss sich anschließen. Ich muss mich anschließen, ja. Nein, ich würde tatsächlich noch eine Lanze brechen für Arbeit und Struktur. Also, wie gesagt, Bilder deiner großen Liebe geht mir am meisten mit seiner Schönheit ans Herz. Arbeit und Struktur ist ein Buch, das, also Tobias hat es ja schon gesagt, ein Tagebuch, das ist ein Tagebuch, das ist für die Leserschaft und für die Ewigkeit geschrieben. Und also wenn ich überlege, wem ich das Buch alles gegeben habe, was für unterschiedliche Leser daraus was gezogen haben. Es ist eben nicht nur ein literarisches Werk, sondern es ist eben ein Buch über das Sterben und über das Leben. Und also ich, muss man eigentlich jeder lebenden Seele ans Herz legen. Tobias, du schreibst an der Biografie, die wird dann erscheinen, wann? Rechtzeitig zum 10-jährigen Todestag, also irgendwann mal, hört ihr mich? Ja, ne? 2023 ist der 10-jährige Todestag des Buches. Ja, ich glaube, wir müssen leider dich an dieser Stelle tatsächlich schon mal verabschieden aus der Leitung, denn wir hören dich jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr. Und der Blick auf die Uhr sagt uns im Grunde auch, dass wir mit unseren 1,5 Stunden ganz gut durch sind. Wir können vielleicht abschließend einfach nochmal zusammenfassen, dass eben am 26. August dieser Todestag Wolfgang Herrndorf sich zum 7. Mal jährt und dass ja die Pistole, mit der er sich am Hohenzollernkanal das Leben nahm,
im Literaturarchiv in Marbach tatsächlich inzwischen liegt, dass dort aber keine Texte liegen. Und wahrscheinlich gefällt ihm das gut, dass seine Texte dort nicht liegen. Wir können uns alle sehr freuen, dass sie da sind. Und ich möchte allen raten, sie zu lesen, weil sie eben wirklich ungemein dicht dran sind, auch bis heute an unserer Realität und an unserer Gegenwart. Also von uns der Rat, stürzen Sie sich rein in diese Texte. Ich hoffe, Ihnen und euch hat dieser Abend darauf Lust gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Tobias Rüther aus Schleswig-Holstein. Ja, Steffen Martus, ganz herzlichen Dank. Markus Gärtner, danke an Sie, dass Sie alle hier waren, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.